Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Herausforderung zum ersten Tag. Thunderrock. Lass uns gucken. So. Thunderrock. Aha, Wüste. Okay, Wüste hatten wir ja schon mal, ne? 900 Besucher in 4 Jahren. Ich würde mal sagen, das will man nicht so das Thema sein. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aha, wir haben also nur diesen Platz, der da ist wahrscheinlich. Können nichts dazu kaufen. Ja, dann müssen wir natürlich unten die ganzen kleinen Attraktionen unten bauen. Geländemäßig dürfte es hier oben keine Probleme geben. Ja, gut. Dann das Übliche erstmal wieder den Wartungsintervall runterschrauben auf 20 Minuten. Den Preis lassen wir so, den Eintrittspreis. So, das ist das Einzige, was bis jetzt da ist. Aber haben sie auch interessant gemacht, ne? Guck mal so. Boah, das finde ich gut. So, na gut. Ich wollte schon sagen, das Klacken, das kommt doch nicht von irgendwelchen Kassen am Eingang. Die Standardgebäude müssen den Platz natürlich intensiv nutzen. Denn eine andere Chance haben wir nicht. Flächenmäßig wahrscheinlich, wie viel ist es im Vergleich zu anderen Parks, weiß ich nicht. Aber wir schauen mal, das kriegen wir hin. So, die offizielle Toilette 1, der Erfolgsbringer. Ich kann gar nicht so richtig reden, ich habe so verschnupft. Das ist schade, dass das stört. Oder so doll stört. Habe ich erst jetzt gemerkt. Aber das geht schon wieder weg. Hoffe ich doch. So, das Eisbude noch. So, dann baue ich die mal dahin, dann habe ich den Platz, der freie Platz, der dazwischen ist, den lasse ich für die Information. Und dann kann ich den. Brauche ich da nachher nicht lange rumrätseln, wo ich die hinbauen wollte. So, dann die Anfangs. Halt, da sind sie. Die Anfangsattraktionen. Weil das sind die Attraktionen, die eintrittspreismäßig dann sowieso runtergeschraubt werden, wenn sie weniger besucht werden. Und dann können die auch
Könnt ihr auch erstmal da bleiben, haben die Leute, wenn sie hier rings rumlaufen. Oder unten wenigstens auch schon erstmal was. Was an einen, an einen Freizeitpark erinnert. Ja, Autofahren, Autofahren nicht. Autofahren kommt da natürlich nicht mit hin. Groß war das Karussell? So, machen wir das. Oh, da kriegst du auch einen kleinen Wartebereich. Urheberrechtsmäßig die Musik leider wieder ausschalten, denn ich habe die Urheberrechte nicht an dieser Orgelmusik. Die mir ansonsten zur Last gelegt wird, die Nutzung derselben. Mal gucken, so Folge 14 oder 16, als wenn ich mich richtig erinnere, da ging das los. Ich habe also ein paar Folgen, wo ich diese Musik dann rauslöschen musste, diese Stellen. Natürlich sind meine Kommentare, das ist vielleicht nicht so das Schlechteste, aber weiß ich nicht, ist ja Geschmackssache. Aber die sind dem natürlich dann auch mit zum Opfer gefallen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und außerdem ist es nicht so das Ideale für. Für ein Let's Play, wenn man gar nicht kommunizieren kann. So, da kommen sie heraus. Dann werden wir natürlich hier unten gucken. Weiter mit, oder? Ich hier schon mal vernünftige. Doch vernünftige Wege haben. So, wir machen aber schon mal, nennen wir immer, ohne Moos nichts los. Und deshalb, so, wie viel Zeit? 4 Jahre. Gut, 4 Jahre ist natürlich, das ist ja auch eine Nummer für 900 Besucher. Das sollte jetzt zu schaffen sein. Gut, Achterbahn. Muss man nachher gucken. Hier ist noch was. Der war, glaube ich, groß. Doch, war der 3, wenn 3x3, dann ist ja okay. Ausgang.
Gut. Twister. Nein, wir müssen erstmal. Wir müssen ja irgendwie Geld verdienen. Nein, 1 Euro reicht. 20. So. Okay, wer da ankommt, der will auch fahren. Ein Euro noch. Gut, beim Karussell können wir ja aber dann auch mal sehen, ob dann eine Warteschlange nachher, ob sich eine Warteschlange ergibt oder nicht. Wir können dann immer noch reagieren. Achterbahn noch nicht. Was haben wir hier? Den haben wir. Ah, den haben wir ja gerade gebaut. Baumstammrutsche, das ist. Baumstammrutsche, wir kommen hier raus. Ich weiß gar nicht, warum wir hier. Na, deshalb mache ich lieber. Ich mache lieber. Deshalb baue ich lieber asphaltierte Wege, um die noch von der Landschaft unterscheiden zu können. Ach, jetzt kommt der denn nicht wieder zurück? Komm doch her, du. So, und geh mal andersrum. Oh, der kann schneller abreißen. Oder besser. Immer wieder einfangen, bevor der unglücklich wird, der Arme. Oh, gehen wir hier wieder wandern. Oh. Ja, ich mache noch bis zur nächsten Ecke, mache ich es immer noch weg. So, das Geländer wollen wir natürlich nicht wegmachen, allein schon wegen der Sicherheit und der Optik. Ah, der war wieder gefunden. Prima. Guter Mensch. Guter Besucher. So. Information. Na, das ist die, wo wir haben. Weil falls es. Achso, wir sind in der Wüste. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn falls es mal regnet, dann bringt die uns schon mal ein bisschen Einkommen. Aber ja, wie gesagt, wir sind in der Wüste. Da ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht sehr groß, dass wir hier von einem
wasserfallmäßigen Regen überrascht werden. Eintrittspreis? Okay. Gleiche Preise im ganzen Park, spart auch viel Zeit. Meine Wegweiser ist natürlich wichtig. Und die Schirme, falls doch, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch, aber okay, so, dann schauen wir mal die Wasserrutsche wollte ich bauen. Weil eine Attraktion mit Wasser kommt immer sehr gut. Kommt immer sehr gut bei einer Wüstenlage an. Nein, nicht den Zaun. Halt, nicht den Zaun. Sorry. Ja. Andersrum, so rum. Ja. Und natürlich schnell. So, welcher Zaun ist es? Schnell den Zaun wieder dran bauen, bevor noch jemand abstürzt oder so. So. So, okay, jetzt kommen die da unten, da haben sie, die kommen rein und haben direkt eine S-Ecke. Eine S-Ecke, ja. Aha. Ja. Kommen dann hier hoch. Ja, vielleicht zur Beruhigung, wenn sie. Oh, das ist immer besser. Und Gott sei Dank können wir ja hier ein bisschen oder auch viel, wie wir möchten, können wir hier anheben. Das ist natürlich zum vorigen Park. Das war ja Rainbow Valley. Das war ja die. Der hat mir doch ganz schön Nerven gekostet, muss ich ganz ehrlich zugeben.